So, hier ist das Paket von Lars und Alexandra von Rohe Energie. Die haben ein Gewinnspiel gemacht und ja, wo sie die Zuschauer die Möglichkeit gegeben haben, ein Paket zu gewinnen und ihren Lieblings-YouTubern oder YouTubern, die auch im Bereich gesunde Ernährung, gesundes Bewusstsein unterwegs sind, den haben sie dann auch so ein Paket geschickt. Und ja, ich kenne ja nun den Lars zumindest auch schon persönlich und ja, einfach ein toller Mensch. Und der Kanal Rohe Energie war ja auch so mit der erste Kanal, den ich gesehen habe auf YouTube zur veganen Ernährung. Ich verlinke euch den unten. Echt, da könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr den Kanal hier zu abonnieren. Einfach wirklich vegan aus der Mitte der Gesellschaft, sage ich mal. Und das ist nicht böse gemeint, sondern das ist echt so gemeint für, ja, weil es halt extrem wichtig ist. Also ich glaube, Rohe Energie hat einen großen Anteil mit dran, was YouTube angeht, die vegane Message zu verbreiten. Von daher doppeltes Danke an die beiden für das Paket und auch für eure Arbeit. Ja, und jetzt schaue ich mal, was da drin ist, weil ja, ich habe mir das Video nicht angeguckt, ich habe nur gesehen, dass sozusagen ein Gewinnspiel existiert. Ich habe aber nicht gesehen, was da, ja, was da nun drin ist, was ich jetzt nun geschenkt bekomme von den beiden. Und ja, da möchte ich euch dran teilhaben lassen. Oh, nochmal. Lieber Christian, mit diesem kleinen Paket wollen wir uns herzlich für deinen Einsatz bedanken. Viele Grüße, Lasse und Alexandra von Rohe Energie. Hier sind die beiden. Ja. Wie ich gerade schon gesagt habe, die beiden haben sich die vegane Message auf die Fahnen geschrieben und ja, ich finde es einfach klasse. Und wie gesagt, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ja, und das nicht nur, weil ich jetzt hier ein Paket von denen bekommen habe, sondern wie gesagt, es war der erste Kanal, bevor ich selber überhaupt gesendet habe, habe ich diesen Kanal schon abonniert. Rohe Energie, ein absoluter Klassiker. So, was haben wir hier drin? Eine armenische Anlagemünze. Ja, was ist das? Eine armenische Anlagemünze. Für schlechte Zeiten. Ja? Mit zusätzlichem Anlaufschutz. Okay, eine armenische Anlagemünze. Nee! Was ist das? Okay, eine Münze. Warte mal, da muss ich jetzt mal hier gucken. Eine Münze. So, okay. Okay. Eine armenische Anlaufmünze. Nee, Anlagemünze. Okay. Mal sehen, ob ich da bei Penny was kriege für. Nee. Ja. Danke, Lars, für deine armenische Anlage. Nee, 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 nee. Okay. So, okay, dann legen wir das noch beiseite. Ich erwähne nicht nochmal, was das ist, sonst komme ich hier nicht aus dem Lachen raus. Also, danke, Lars. Dann, so geht's weiter. Komm, weiter reden. Dann haben wir hier einen Roboter. Wie kommt man da drauf, so eine Münze zu schicken? Ich verstehe es nicht. Irgendwie so, nee, nee. Aber danke von Herzen. Ne? Vielleicht ist hier was, also das ist eine Anlagemünze. Also, das ist bestimmt was wert. Also, echt danke dafür. So, dann geht's weiter. Roba Maca. Das ist ein Energy-Riegel, richtig geil. Ja, Maca ist cool. Super, danke. Leinsamen, sehr geil, immer gut. Die sind sogar hier von DM in Bio-Qualität billiger als, glaube ich, die von Seeberger bei Kaufland. Die kosten, glaube ich, nur 1,29. Und bei Kaufland kostet dieselbe Menge Leinsamen, nicht Bio-Qualität, 1,50. Also von daher, ja, DM, cool. So, oh, Kokosmehl. Kokosmehl, sehr geil. Immer gern genommen.
So, was haben wir hier? Drops Himbeere Raspberry. Aha. Ah, okay, als Xylit. Das heißt gut für die Zähne. Und zuckerfreie Zahnpflegebonbons mit Süßungsmittel Xylit. Okay, schon was drin ist. Okay, die Zahnpflege ist wirklich lediglich das Xylit. Sonst ist nichts drin, was die Zähne pflegt, soweit ich das beurteilen kann. Nur noch halt Geschmack. Und von daher einfach Bonbons, die Zähne nicht belasten. Coole Sache. Danke. Oh, Fett. Vitamin B12. Methylcobalamin. 1000 Mikrogramm. Davon werden ungefähr nur 3 bis 5 verwertet, aber das reicht vollkommen aus. Vegan, 100 Tabletten B12. Sehr geil. Kann man immer brauchen. Und die sind geil. Die sind vegan. Die sind sogar relativ preiswert. Und meistens, wenn man so Süßigkeiten an der Kasse hat und ein Kind will noch was Süßes, kann man da hier eigentlich nicht so viel falsch machen. Weil das sind Zutaten: Apfelpüree, Apfelsaft, Johannispüree, Acai-Püree, Holunderbeerensaft, Pektine, Pflanzenfasern aus Zitrusfrüchten, natürliche schwarzes Johannisbeeraroma. Also das ist dann halt sozusagen aus der schwarzen Johannisbeere extrahiertes Aroma. Also, das ist echt cool. Ich habe hier unten noch Edelmetalle, sicher, schnell und günstig. Kettler Edelmetalle. Kommt irgendwie da nicht so richtig klar mit. Also, ja, egal. Deswegen habe ich ja die Münze. Jetzt bin ich vorgesorgt für Krisenzeiten. Und was haben wir hier? Oh, Vitamin D3 Tropfen. 1000 pro Tropfen. Das heißt, Erhaltungsdosis bei mir ist 7000. 7 Tropfen pro Tag. Vitamin D3, Vitamin B12. Echt Leinsamen für Omega-3-Fettsäuren. Ne? Also, Zahnpflege ist auch integriert. Also echt. Vielen lieben Dank, lieber Lars, lieber Alexandra, für alles und natürlich ganz besonders für die armenische Anlagemünze. Nee, ich will das Video ausmachen, ich komme nicht klar. Nee.